Hallo, hier ist Chris von PickArt und heute geht es darum, was machen wir mit den Kanten. Viele von euch fragen sich ja, was machen wir jetzt mit den Rändern? Wenn das Bild fertig ist, dann hat es ja weiße Ränder nachher. Ne? Das sieht natürlich nicht so gut aus. Da gibt es verschiedene Sachen, die man da machen kann. Zwei verschiedene Varianten zeige ich heute. Die erste ist eine einfache. Ihr nehmt einfach dunkelste Farbe vom Bild und malt die Kanten mit der dunklen Farbe an. Dafür nehmen wir dann den breitesten Pinsel für die großen Stellen. In dem Fall hier nehme ich schwarz, ja, aus meinem Töpfchen. Und dann male ich das alles schön mit schwarz an. Und dann habt ihr nachher die Kanten schön schwarz oder mit der dunklen Farbe. Das sieht dann schon ganz gut aus. Gerade bei Bildern, die halt so an der Seite so aussehen. Ne? Und die zweite Variante ist wahrscheinlich die bessere, auf jeden Fall die schönere. Die funktioniert gerade bei solchen Bildern gut, in denen ihr viele verschiedene Farben habt. Da braucht ihr einen Stift für. Und dann zeichnet ihr immer hier, wo die Farben zu Ende sind, auf der Leinwand einen Strich nach. Hier und hier und hier. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel Olivgrün als Farbe. Und dann male ich diese ganze Fläche hier olivgrün. Dadurch kriege ich einen tiefen Effekt, einen 3D-Effekt. Und es sieht dann viel schöner aus nachher. Und gerade bei solchen Bildern mit vielen Farben ist es die bessere Variante. Dazu nimmt man dann auch wieder den größten Pinsel. Für die großen Flächen zumindest. Ja. Die dritte Variante ist für die Leute, die sich nicht so viel Arbeit machen wollen. Ihr könnt euch bei uns im Shop auch Rahmen kaufen. Und zwar gibt es den Naturrahmen, das ist der hier. Und es gibt einen schönen schwarzen Rahmen, das ist der hier. So, dann nehmen wir den Rahmen. Passt das Bild dann super rein.